Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Amiga Retro Gaming Spiel und zwar auf besonderen Wunsch aus der Community ein weiteres Pitball, ein Flipperspiel und zwar hier mit Pinball Fantasies AGA, dem 1993 erschienenen Nachfolger von Pinball Dreams aus dem Jahr 1992, was sich damals eine Riesenbeliebtheit erfreut hat. Hier wurde sowohl grafik- als auch soundmäßig nochmal ein bisschen zugelegt, im Gegensatz zum Vorgänger, wo vier Flipper auf zwei Disketten geliefert wurden, haben wir hier vier Flipper auf vier Disketten und man hat auf jedwedes grafisches Vorspiel und aufwendige Menüs verzichtet, damit hier wirklich alles in damit hier wirklich alles an Speicherplatz, was möglich ist, auch den Flippern zur Verfügung steht. Da haben wir die Flipper Partyland, Speed Devils, Billion Dollar Game Show und Stones and Bones, die wir uns heute alle zusammen anschauen werden. Wir beginnen mit Partyland. Mit Originalladezeiten. Aber das gehört dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen Flipper dabei hatte, der mein Lieblingsflipper war. Bei Pinball Dreams war es ja Beatbox. Hier werden wir einfach mal schauen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht allzu viel reden während des Spiels, damit ich mich auf das Flippern ein bisschen konzentrieren kann. Bin selber gespannt, ob ich gleich einen Retro-Flashback bekomme. Na denn. Auch mal gucken. Let's Launch Partyland. Sogar mit mehr als zwei Flipperarmen. Partyland. Oh, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass da oben noch ein Flipperarm ist. Eiscreme. Nein! Reaktion eines alten Mannes. Puke. Ist das nicht Kotzen? Oder Spucken? Ich soll erst ein paar Enten treffen. Wo sind denn die? Ah ja. Get a snack. Aber Grafik und Sound sind zueinander mal wieder stimmig, wie bei Pinball Dreams auch. Wenn ihr Pinball Dreams noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch doch gerne mal an. Genau wie die anderen Retro Games. Und natürlich wie immer, wenn es euch gefällt, Daumen hoch und Abo-Alarm und das Glöckchen klingeln, damit ihr auch das nächste Flipper-Spiel nicht verpasst. Ja, ich weiß, ich muss vorher Enten treffen.
Looping. One more für irgendwas. Mist! Eisverzoll. Ah, ein Extraball ausgewirbelt. Leider nicht. Aber in bekannter Pinball-Reams-Manier habe ich mir gerade überlegt, werden wir jeden Flipper auch dreimal spielen. Es sei denn, ich bekomme irgendwo einen stundenlangen Lauf. Dann vielleicht nicht, aber ansonsten jeden Flipper dreimal. Aha. Irgendwas, um Matt zu aktivieren. Ich glaube, man hat ja auch schon angefangen, die ein oder andere Special-Funktion zu integrieren. Ich will mal nicht zu viel verraten. Vielleicht täusche ich mich aber auch und das ist erst beim Nachfolger von Pinball Fantasies der Fall. Aber ich sollte weniger quatschen und mehr spielen. Zumindest bei diesen Flippern, das bringt sonst alles nichts. So, wo ist der blöde Ball? Der liegt oben in der Mitte und bewegt sich nicht, ne? Da muss ich mal am Apparat wackeln, oder? Auch mal haben. Party. Nein. Bleib im Spiel, blöder Ball. Hm. Format. Punkte. Shit. Nein. Juhu, Highscore. Na, immerhin. Auch mal gucken, ob wir noch einen drauflegen können, oder? Unterwegs vorwärts. Oh,
Da fliegen die Millionen nur so. Arcade leuchtet auf. Treffer. Bar, bar, bar. No score, come on. Oh. One more for Matt. Das wüsste ich natürlich gerne, was dann passiert. Crazy Letter spotted. Zwingen will. Nein! Tja. Lief ja gar nicht schlecht, auch wenn wir nicht erfahren haben, was bei Matt passiert. Aber wer weiß, vielleicht gucken wir ja nochmal rein. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt's einfach. Wir können mal einen Livestream draus machen, so ist das nicht. Aber jetzt verlassen wir erstmal diesen Flipper und schauen uns mal an, was uns die anderen drei Tables noch so bieten. Was? Irgendein Volume ist voll? Wahrscheinlich hat er probiert, meinen Spielstand abzuspeichern. Gut, was man nicht hier so alles... So, wir schauen mal weiter bei Speed Devils. Auch wenn mein Highscore jetzt nicht gespeichert werden konnte, ist er ja doch für alle Ewigkeiten im YouTube-Video festgehalten. So, hören wir schön das Ladegeräusch. Das funktioniert leider immer nur für ein Laufwerk einzustellen. Somit scheint Speed Devils auf der ersten Diskette drauf zu sein. Auch wenn das eigentlich völlig uninteressant ist. Aber irgendwie sind ja die Ladezeiten zu überbrücken. 21st Century Entertainment Limited. Transit Digital Illusions Game. Pinball Fantasies AGA. Und hier sind die Speed Devils. Scheinbar wieder mit drei Flipperarmen. Und nach diesem Flipper werden wir uns wieder dreimal zu Gemüte führen. Ja, das war ja ein Ding. Rope.
Mulder. Eigentlich sollte der woanders hingehen. Sliding off the road. Naja, ein paar Punkte gibt's wenigstens noch. Und Motor an und weiter geht's. Pitstop. Auch ein schönes Spiel. Atari VCS 2600. Aber das habe ich nicht vorzuspielen. Kommt gar nicht auf Ideen. Go for some Offroad. Das war doch schon mal ein guter Lauf. Genau das Falsche gemacht. War nicht verkehrt, oder? Sieben? Extra Ball! Na dann mal gucken, ob wir mit dem auch was anfangen können.
Naja, zumindest ein paar Punkte haben wir mit dem Extra-Ball geholt. Ist auch leider nicht nochmal eine Auslosung. Aber wir haben ja noch zwei Runden. Mit den Speed Devils. Stark gestartet, schwach geendet. Das war dann mal ein ganz kurzes Spiel. Aber auch das muss es geben. Diesmal leider kein Extraball. So spielt das Leben. Runde 3. Keiner gesehen, oder? Bonus. Fahren in 7 Meilen Stiefel. Beim Viertelmeilen Rennen. Oder wie auch immer. Thank you.
Na dann, schieb noch einen nach bei den Speed Devils. Der Flipper will mich nicht gehen lassen. Oder doch. Er will mich gehen lassen. Ja, soweit zu den Speed Devils aus dem Spiel Pinball Fantasy. Jetzt versucht er wahrscheinlich wieder meinen Highscore abzuspeichern, was nicht geht. Oder geht's doch? Nö. Macht nix. Wir machen übergangslos weiter mit der Billion Dollar Game Show. Ich nutze die Gelegenheit der Ladezeit mal für einen kleinen Stängel. Eventuell dauert das ein kleines bisschen länger als die Ladezeit. Aber dann können wir uns zumindest schon mal den Table angucken und eine optimale Strategie ausklügeln. Ich sollte nicht so viel Wasser trinken. Das bekommt mir nicht. Den drei Flipperarmen sind wir ja hier schon gewohnt. Und wir befinden uns in einer Gameshow. Doch gegen eine Billion Punkte hätte ich nichts. Gerne so viele Punkte, dass die oben nicht mehr auf die Anzeige passen. Oder? Na, rechnet mal lieber nicht damit. Ich rechne auch nicht damit. Ich bedanke mich für den Applaus. Sehr nett von euch. Ich hoffe, er wird gerechtfertigt sein. So, dann wollen wir mal gucken. Billion Dollar Game Show. Obwohl, es sind ja keine Billionenpunkte. Billion im Englischen ist ja eine Milliarde im Deutschen und schon vergeigt. Money Mania bei 6 Treffern. Ein brandneues Auto, ja, da hätte ich nichts dagegen. Wenn mir auch jemand die Nebenkosten bezahlt, sehr gerne nämlich. Genau gegen den Flipper abgedonnert. Ja, die Reaktionen des alten Manns am Monitor lassen langsam nach. Wie man früher sagt. Reise gewinnen, auch nicht schlecht. Mit 21st Century Entertainment, die dann auch einlöst.
Archer Price zu kommen. Na gut, betrachten wir das als Proberunde, die nicht zählt. Naja, sie zählt doch zu den drei Runden, aber habt ihr alles nicht gesehen. Kann nur besser werden. Da kann die Runde schon auch ganz schnell vorbei sein, wenn man so einen Skillshot verhaut da oben mit dem dritten Arm. Je nachdem, wie der Ball dann zurückbounced. Kann nicht wahr sein, oder? Dieser Flipper mag mich nicht. Falling Down. Auch ein guter Film gewesen, mal früher. Falling Down. Von jemandem, der im Berufsverkehr ausrastet. Und dann wird's lustig. Bouncer, wenn das Kläppchen offen ist. Aber das muss man sich auch erstmal irgendwie verdienen. Wie, das war's schon wieder? Das war schon die zweite Runde? Was? Wie? Okay. Na gut. Vielleicht schlagen mir auch die aktuellen Temperaturen aufs Gemüt. Ich weiß es nicht. Applaus, Applaus. Das war aber auch um Haaresbreite. Ich kann mich noch erinnern, wie ich früher mega hoch konzentriert vor diesen Flipperspielen gesessen habe. Da hätte ich sicherlich kein Wort geredet. Aber bei so einer Aufnahme ganz stumm zu sein, ist ja auch irgendwie blöd, oder? Oder könntet ihr das nachvollziehen, wenn ich einfach während der ganzen Aufnahme gar nichts sage? Ich wollte gar keinen. Am wenigsten bekomme ich noch ein paar Punkte. Wenn sich das Ergebnis vielleicht nicht ganz so erbärmlich aus, wollte ich noch sagen, vergiss es. Haben wir das jetzt echt schon dreimal gespielt? Ach komm. Besser eins zu viel als eins zu wenig.
jetzt flippt aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind DAX flippt aus. Wir sind DAX flippert aus. Schalte ich gleich ins aus. Was denn? Schiebung! Na? Na, immerhin. Mein neues Lieblingsloch, hätte ich beinahe gesagt. Und der letzte Ball. Der letzten Runde. In der Billion Dollar Game Show. Vielleicht auch der Vorletzte. Kommt auf die Ausspielung am Ende an. Und kriegen wir noch einen letzten Extraball? Spannung! Nein. Naja, mit der Milliarde Punkte ist es leider nichts geworden, aber diese letzte Runde versöhnt mich doch wieder ein bisschen mit diesem Flipper. Gut, einer bleibt uns noch übrig. Den lassen wir natürlich nicht aus. Stones and Bones. Und wenn ich bei dem Namen recht in der Annahme bin, handelt es sich hier wieder um einen Horror-Flipper. Wo es ja auch bei Pinball Dreams schon einen gegeben hat. Mal gucken, ob der hier ein bisschen besser umgesetzt ist und mir ein bisschen besser gefällt.
weil das bei Pinball Dreams war der Horror Flipper Nightmare heißt er, genau, Nightmare. Nicht so unbedingt mein Favorite, wenn ich da ganz ehrlich bin. Ja, aber lassen wir uns überraschen und harren der Dinge, die da gleich kommen mögen. Okay. Ich kommentiere das erstmal nicht weiter und spiele stattdessen mal ein Ründchen. Flipperangst. Es ist langsam dunkel draußen, Gott. Spielt keine Horrorflipper im Dunkeln. Riesendachs befiehlt. Spielt keine Horrorflipper im Dunkeln. Es wird es und es wird wird gut. Das Schönste an diesem Flipper ist das Glockengeläut. Nein, Spaß beiseite. Also atmosphärisch sind diese Flipper auf jeden Fall alle gut und stimmig gemacht. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Geschmacksfrage, was einem da eher zusagt. Spaß machen sie bis jetzt alle. Weißt du, liest du oben den Text, fällt unten der Ball raus. Ich bin einfach nicht gewohnt, dass der Monitor so groß ist. Na gut, alles faule Ausreden, oder? Gar nichts auf die Reihe bei dem Flipper. Punkte schaden ja nicht. Ja, ah. Ist immer noch aktiv, cool. Der wäre sonst weg gewesen. Na gut, vielleicht gewinne ich dem Flipper ja doch noch was, ne?
Allergie. Besonders schlimm dieses Jahr. Down the drain. Skillshot. 2 Millionen Punkte. Das ist ja ordentlich. Immer her mit dem Punkt. Schade. Mein Gott, der Tower ist auch. Rein. Ah, wahrscheinlich gar nicht. Hey, Extraball. Und das sogar in einer relativ guten Runde. Mal gucken, ob ich das irgendwie auch umsetzen kann jetzt. Wäre ja nicht verkehrt. Nö. Ganz einfach, nö. Aber einen machen wir noch. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. Gar nicht den Kopf bewegen. Nur das Wesentliche im Auge behalten. Na, naja. Das ist dann ärgerlich. Mhm.
Conquer the World. 5 Millionen Punkte. Was von extra bald. Ich sollte aufhören, die Texte zu lesen. Alles ist offen. Die 5 Millionen Punkte nehme ich gerne. Warum entschädigen mich diese Flipper immer ganz am Ende? Das ist doch Absicht. Da steckt doch eine dunkle Verschwörung dahinter. Commander Carlton, ich bitte hier um Überprüfung, Recherche und Aufklärung zu dieser dunklen Flipper-Verschwörung. Hey, der Tower! Nur, dass mir der nichts genützt hat, oder? Wie ich ihn jetzt getroffen habe, weiß ich allerdings auch nicht. Tower vor ganz viel Kohle. Das wär's noch gewesen zum Ende. Kein extra Ball, aber ein Highscore. Das war Stones and Bones.
damit neigt sich dann auch unsere Session Pinball Fantasies langsam aber sicher dem Ende zu. Wenn ihr mich jetzt fragt, was mein Lieblingsflipper gewesen ist hier von Pinball Fantasies, dann könnte ich euch darauf keine konkrete Antwort geben. Also ich finde, sie waren alle für ihr Thema stimmig, grafisch, Musik, Soundeffekt, hat alles sehr gut zusammengepasst. Aber einen Lieblingsflipper konnte ich an dieser Stelle nicht entwickeln. Nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht. Und ich kann euch heute schon mal ankündigen, das ist noch nicht das Ende von Flipperspielen, die ich euch zeige. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, Daumen hoch, abonnieren und vor allen Dingen, ganz wichtig, das Abo-Glöckchen klingeln, damit ihr sofort eine Info bekommt, wenn es wieder soweit ist mit Pinball, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.